Hallo ihr Lieben und willkommen Mitte Juli. Heute schauen wir mal durch den Garten mit einem kleinen Schwerpunkt auf die Zucchini und auch auf die Gurken. Und hier und da wagen wir auch einen Blick auf die Sachen, die ansonsten hier gerade noch schön groß wachsen. Die erste gute Nachricht, es gab Regen. Die schlechte Nachricht daran ist, es war immer noch viel zu wenig. Also wenn man hier jetzt Pflanzen eingräbt, sieht man schon, dass nach 5-6 cm wieder alles sehr trocken ist. Aber dafür ist noch ein Stück weiter in der Tiefe unser lehmiger Boden noch ein bisschen feucht, deswegen haben wir auch die Freilandtomaten gerade noch Glück gehabt. Die habe ich nämlich nicht gegossen. Und die letzten 4 Wochen kam hier relativ wenig runter, ja, bis auf gestern und vorgestern. Wir starten mal bei den Zucchini. Ich will euch später nämlich auch noch eine Pflanze zeigen, die krank ist, die den Mehltau hat. Aber hier kann man ganz gut mal den Unterschied erkennen zu einer natürlichen Musterung. Ich habe hier eine Sorte, die macht kleine, runde Früchte. Die werden also nicht so lang und dick, dafür viele kleine Runde. Die kann man natürlich groß werden lassen. Da blende ich euch hier mal ein Bild ein von ein paar Früchten, die wir schon geerntet haben. Und die haben hier so eine natürliche Zeichnung auf den Blättern. Das ist jetzt kein Mehltau, sondern das ist ganz normal für diese Sorte. Ja, hier lässt sich auch nichts abwischen von der Zeichnung. Und man sieht auch, dass die ziemlich gleichmäßig ist und vor allem auch auf allen Blättern. Die Pflanze hier nimmt hier auch ganz gut Platz ein. Die Blätter, die machen hier ringsherum einfach gut Schatten und sorgen dafür, dass der Regen dann auch Richtung Stängel abfließt. Hier unten ist die Stelle, wo die Zucchini aus der Erde kommt. Und man sieht auch, wenn es zu viele sind oder wenn die zu eng stehen, da fällt auch mal die eine oder andere ab und wird dann gelb. Und die anderen entwickeln sich und wachsen weiter. Die lasse ich hier auch nicht riesig werden, weil die sich ansonsten gegenseitig den Platz wegnehmen und die Stängel hier erquetschen. Und man sieht auch, dass die von dem Punkt, wo sie so rausgewachsen ist, jetzt hier so einen dicken Stängel schiebt, wo immer neue Früchte und Blätter dann auch rauskommen. Deswegen wird der Weg hier bald auch kein Weg mehr sein. Aber ich kann hier noch hinten lang, das ist okay. Und ich zeige euch oben auch mal noch eine junge Pflanze von dieser Sorte. Und dann schauen wir mal zu den Nachbarn. Ja, die steht hier am Weg. Man weiß ja vorher nicht, in welche Richtung die da ihren Stängel ausbildet. Ich hoffe in dem Fall eher so Richtung Beet, aber selbst wenn die hier nach außen wächst, haben wir noch Möglichkeiten auszuweichen. Die ist jetzt noch ganz jung. Da hat sich noch nicht der Stängel so zur Seite ausgebreitet, aber da sieht man auch schon die ersten kleinen runden Früchte. Und wenn es zu viele sind, kann man natürlich auch die Zucchiniblüten essen. Da gibt es viele Rezepte auch im Netz schon zu finden. Hier sieht man auch wieder diese Blattzeichnung, die für diese Sorte eben normal ist und typisch und kein Anzeichen für Mehltau. Und auch hier unten sieht man schon, dass da eine kleine Frucht auch gelb wird und nicht schön grün glänzt, so wie die anderen. Die fällt dann entweder von alleine ab oder man kann sie auch vorsichtig rausbrechen oder abschneiden. Oh, hier kann ich Buschbohnen ernten. Die sehen schon richtig schön aus, die Lilanen hier. Die erkennt man wenigstens im Vergleich zu den grünen Sorten. Ja, hier hinten haben wir jetzt auch umgestaltet. Mit dem Haufen hier haben wir noch ein paar Sachen vor, aber das zeige ich euch nachher. Wir gehen erstmal zur Nachbarzucchini schauen. Ja, so sieht mein Garten aus der anderen Perspektive aus. Ganz neue Eindrücke. So, hier ist die gute Pflanze, die ich euch zeigen möchte. Die steht hier im Hochbeet und ist auch schon anständig gewachsen. Hier haben wir auch schon ein bisschen Ernte umverteilen können. Die schiebt nämlich hier auch nach vorne raus schön weitere Blüten und Früchte. Und hier sieht man aber auch, dass sich weiße Flecken auf diesen Blättern bilden. Und in dem Fall ist das nicht sortentypisch, sondern das ist Mehltau. Man sieht auch, dass nicht alle Blätter gleichermaßen betroffen sind. Aber so gerade die, die hier vorragen. Ja, warum ist die Sorte nun befallen und meine nicht? Also das Wetter ist dasselbe, das sie abkriegen. Der Standort ist natürlich unterschiedlich. Hier könnte andere Erde drin sein, wird vielleicht anders gegossen. Ja, unterschiedliche Sorten könnten unterschiedlich anfällig sein. Und ob das jetzt echter oder falscher Mehltau ist, kann ich jetzt auch nicht unterscheiden. Zucchini hatte ich bisher auch nicht, das ist mein erstes Jahr. Ja, weiß nicht, wie eure Erfahrung damit ist. Aber von den weißen Flecken mal abgesehen, wächst das hier richtig schön.
Einen kleinen Blick können wir mal noch auf Nachbars Tomaten werfen, einfach weil das eine Sorte ist, die unglaublich schön aussieht. Den Namen kenne ich nicht, aber hier freue ich mich über die Urlaubsvertretung. Schönes Muster. Bevor ich euch jetzt meine Gurken zeige, werde ich mal lieber Hände waschen. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier in den Mehltau reingefasst habe. Nicht, dass ich das noch mit rüber trage. Hier sind die Gurken an ihrem Ranggerüst. Das sind drei Stück von einer Sorte, die so kleine Snackgürkchen bilden. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn die hier an dem Gerüst so ein bisschen nach oben machen, dass die nicht ganz so nass bleiben, nicht ganz so im Dreck liegen und dann vielleicht auch nicht so anfällig sind für den Mehltau. Vielleicht kann es so besser abtrocknen. Vielleicht kriegen die aber demnächst auch welchen. Mal schauen. Ja, hier gilt es jetzt auch jeden Tag mal so dazwischen zu schauen, ob es schon neue Gürkchen zu ernten gibt. Die sollen ja hier auch nicht riesig werden. Und so jung und knackig ist das sowieso am schönsten. Ein-, zweimal Gurkensalat gab es bei uns schon. Allerdings haben wir da eine Mischung genutzt aus diesen Snackgürkchen und aus der Sorte hier drüben. Die hat ein eigenes Ranggerüst. Da wachsen Gurken dran, die ein bisschen größer werden könnten, aber auch die ernte ich jetzt in so einer mittleren Größe, damit die Pflanzen erstmal noch ein bisschen Energie in ihr Wachstum stecken können. Ja, die Sorte hier hinter der Zucchini ist dieselbe, die ich auch im Gewächshaus habe. Ah, ich glaube, ich lasse erstmal das Flugzeug vorbei. Derzeit habe ich schon wieder farbige Tomaten hier drin erspäht. Dann auch noch mal schön ernten gehen. Okay, zurück zu den Gurken. Also das ist die Sorte, die heißt Portugal. Das sah auf dem Foto aus wie eine ganz normale Salatgurke aus dem Supermarkt. Die hier draußen werden auch ganz anständig bestäubt. Hier hängen auch schon ziemlich viele dran. Das hier könnte die nächste werden. Die ist schon recht stattlich. Oh, hier versteckt sich noch jemand. Mal gucken. Oh, oh ja. Kriegen wir doch noch einen Eindruck, dass die groß werden könnten. Mal sehen, ob ich das hier gut eingefangen kriege. Ja, das ist auch erstaunlich, dass die hier wirklich auf dem Boden liegt und trotzdem nicht angefressen ist. Ich nehme die mal ab. Okay, die hat sich versteckt. Hier muss ich noch besser suchen gehen, am besten auch von allen Seiten. Da kann man doch schon was mit anfangen. Und wie gesagt, die können noch größer, wenn man sie lässt. Die haben hier draußen überhaupt keine Probleme. Die stehen ja auch schön windgeschützt. Ich glaube, das könnte nochmal auch so ein Vorteil sein. Auch für die Zucchini im Vergleich zu der Nachbarn. Dass die einfach schön windgeschützt stehen, aber dennoch luftig. Und so vielleicht noch ein bisschen länger vom Mehltau verschont bleiben könnten. So, zum Vergleich hole ich mal noch so ein kleines Snackgürkchen hier raus. Da kann man dann schon ganz gut sehen, dass es unterschiedliche Sorten sind. Die Gurken kann man dann auch ganz gut einlegen, so als kleine Cornichons. Aber zurzeit essen wir die einfach frisch. Das ist am allerbesten. Und die kommt mit rein. Bevor wir ins Gewächshaus schauen, nochmal kurz was zu unserer Neuerung hier. Wir hatten einen guten Haufen Material bekommen. Und da wir hier ansonsten fast nur Südhanglage haben und fast kaum ebene Flächen, haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen aufgefüllt und auch eine kleine Wasserstelle hier bei der Gelegenheit mit eingegraben. Zum einen benutze ich das hier auch, um Jungpflanzen anzugießen. Zum anderen ist das eine schöne Trinkstelle für Insekten und kleine Tiere. Und deswegen ist hier auch verschiedene Arten von Ausstiegshilfen drin, weil ich keine Lust habe, dann hier so die ersoffenen Käfer oder vielleicht einen Igel zu finden. Damit alle möglichst gut wieder rausklettern können. Ja, ein paar Pflanzen, die übrig waren, sind hier natürlich auch gleich hingekommen. Und ich habe hier noch Brunnenkresse und Kapuzinerkresse angesät, die Benjeshecke entlang. Die sind zum einen mega gesund, zum anderen finde ich sie hübsch. Und sie sind auch eine schöne Bienenweide. Oh, die Tomaten sind aber auch eine Pracht dieses Jahr. Da wird es keinen Mangel geben. Ja, hier ist noch ein Haufen, mit dem will ich noch ein paar Kisten und Kübel auffüllen. Und wir haben hier einfach so Baumstumpfreste, die wir da liegen hatten,
hier reingestellt, dass hier auch ein bisschen eine Barriere ist und dass nicht alles wieder abrutscht. Aber es kann schon sein, dass wir das dann auch nochmal auffüllen müssen, wenn das hier ein bisschen festgetrampelt wurde. Ja, in den Gemüseschutztunnel muss ich demnächst mal wieder reinschauen. Hat den Vorteil, dass keine Kohlweißlinge reinkommen und nicht die Lauchfliege. Hat auch den Nachteil, dass ich kaum reingehe zum Unkrauthacken. Man sieht hier hinten schon, dass der Topinambur verlässlich wiedergekommen ist. Neben den Stangenbohnen, die ja schon fast ganz oben sind, die ersten. Und die Zuckerschoten hier davor, die sind jetzt fast durch. Die müssen wir pulen, die sind schon groß geworden. Und die machen dann jetzt Platz für die Wassermelonen, die sich dann hier ausbreiten können. Die wurden auch schon ein bisschen von den Schnecken angefressen. Da überlege ich, ob ich die auch an so eine Ranghilfe nach oben leite. Da muss man dann eben auch die Melonen irgendwie sichern. Aber wir haben ja auch noch genug Stoffmasken übrig. Die sind dafür ja ganz gut geeignet. Die Königskerze hier hinten wird ein absoluter Traum. Die ist schon sehr stattlich. Wir schauen mal zu den Gurken ins Gewächshaus. Schnell noch ein Schwenk an den Physalis vorbei. Hier sieht man mega viele Lampignons, aber auch neue frische Blüten. Also das Physalis-Experiment, das wird gut gelingen. Und dass das hier hinten so schön grün zuwuchert, war so meine Vision im Frühjahr. Das klappt. Ich freue mich. Das Flugzeug ist schon wieder unterwegs, aber ich kann hier auch von innen zumachen. Übrigens noch ein Tipp, ich suche ständig die Gießkannen in den grünen Beeten. Ich habe mir jetzt so eine farbig auffälligere geholt. Das ist echt super, die muss ich nicht so lange suchen wie die grünen. Sonst nicht so meine Farbe, aber in diesem Fall... Ja, hier haben wir meine Werkzeugbank. Was braucht man? Gartenscheren und Pikierstäbe. Hier hinten sehen wir die drei Gurken, auch der Sorte Portugal. Die ziehe ich hier auch mehrtriebig. Ich habe hier auch so ein bisschen das Projekt Spaß mit Gurkenhaken. Das heißt, jede Gurke hat hier mehrere solche ablassbaren Häken gekriegt oder Schnüre mit Klemmknoten, die verstellbar sind. Und so kann ich mir die hier einfach ablassen, dass unten noch genug Licht auf die anderen Pflanzen fällt, dass ich schön sehe, wo Gurken wachsen, aber auch, dass die hier noch genug Licht bekommen. Ja, und gestern Abend hat mich hier die Sonne geblendet. Ja, da hänge ich mir die Gurken eben einfach um. Ist ein bisschen witzig. Aber hier in meinem kleinen Gewächshaus habe ich genug Aufhängungsmöglichkeiten. Und auch die Tomate habe ich mir jetzt hier ein Stück abgehangen und nach vorne geholt. Weil wenn die Früchte dann oben hinten in der Ecke hängen, komme ich ja auch bloß nicht ran. Ich will jetzt hier auch nicht mehr reintreten. Vorher hatte ich hier noch ein Brett, dass ich ein bisschen reintreten kann. Aber jetzt habe ich hier auch noch mal Sachen ausgesät im Hochbeet. Ja, und mir die Tomate jetzt hier schön nach vorne gehangen, die wird hier auch mehrtriebig weitergezogen. Und mit diesen Haken und Aufhängungen funktioniert das ganz gut. Und wenn sie dann zu groß wird, wird sie eben gekappt. Dann werden die Früchte dann auch etwas schneller reif. So der Plan. Bei den Gurken hier drin hatte ich ein bisschen Probleme, dass die bestäubt werden. Ich hatte jetzt einen Tag, wo ich hier drin mal eine Hummel entdeckt habe. Ansonsten mache ich das hier mit der Hand, also ich hole mir dann eine männliche Blüte und gehe hier in die weiblichen Blüten rein, die lassen sich ja ganz gut unterscheiden, damit mir hier auch die Gurken drin bestäubt werden. Tja, Handarbeit. Hier sieht man zwei weibliche Blüten. Da erkennt man schon so die Gurkenansätze dran. Und hier sehen wir eine männliche Blüte. Da ist keine Gurke dran zu erkennen. Die kann man sich dann einfach abmachen. Ja, und um das jetzt mit der Hand zu benutzen, macht man einfach die Blütenblätter ab, sodass nur noch in der Mitte die Staubblätter stehen bleiben. Was dann übrig bleibt, sieht so hier aus. Und damit gehen wir einfach in die kleinen weiblichen Gurkenblüten rein, die gerade frisch aufgeblüht sind. Nachhilfe, Gurkensex. Das dürfte schon geholfen haben. Und dann hoffe ich, dass sich die Hummel an einem sonnigen Tag daran erinnert, dass hier drin schöne Blüten zu finden waren. Und dann bleibt tagsüber auch die Tür hier auf vom Gewächshaus. Und dann kann die rein und raus. Ja, hier draußen schaut es gut aus. Ein paar Lücken werden gerade neu bepflanzt oder wachsen frisch zu. Die ersten Bratpaprika haben wir schon gegessen, sowohl die Pimentos de Patron als auch hier diese weißen Spitzpaprika. Ansonsten heißt es hier an vielen Stellen warten
und pflegen. Die Paprika wachsen, Salate gibt es ja sowieso die ganze Zeit. Schnittlauch kann ich gerade in Größenordnung schon wieder ernten, bisschen einfrieren für den Winter. Die Buschbohnen kommen an allen Ecken und Enden wieder zum Vorschein, das waren so diese Lückenfüller dieses Jahr. Die Buschbohnen kann man auch jetzt einfach noch im Freiland aussehen. Auf die Gefahr hin, dass mir hier die Schnecken die fressen, habe ich das gemacht. Ich glaube vor 5 oder 6 Tagen. Geht jetzt wahnsinnig schnell. Die kommen jetzt hier zum Vorschein und haben hier eine Lücke aufgefüllt. Was stand hier vorher? Ach, Gartenkresse. Die Gartenkresse hatte ich hier abgeerntet. Bei mir gibt es noch eine Runde Basilikum. Diesmal 6 verschiedene Sorten, hat mir so ein Mix besorgt. Da will ich dieses Jahr schön viel haben und mal probieren, was es neben dem Genovese noch Spannendes so gibt. Und hier stehen schon wieder die nächsten Salatpflänzchen. Für mich, die Nachbarn, die Kolleginnen. Hier sind demnächst die kleinen Kohlrabi wieder einzupflanzen, wenn die ein bisschen gewachsen sind. Der Koriander steht hier schon, ein bisschen Eisbergsalat und auch nochmal bunter Mangold, der Rainbow Mix. Ist der Mangold nicht ein Hingucker? Irgendwie finde ich den optisch fast schöner als spannend in der Küche, aber so als Mix in anderes Gemüse immer echt ein super Hingucker. Hier ist noch eine gelbe Sorte, aber den mögen hier auch die Schnecken. Mal wieder unter mein Brett schauen. Ne, hier ist Asselland. Asseln sind okay. Weitermachen. Oh, der lila Kohlrabi ist auch bald dran. Hier hinten habe ich auch schon einen Superschmelz entdeckt, der ein bisschen größer geworden ist. Aber da habe ich ja auch bei euch schon gesehen, bei den Kolleginnen, dass die 4-5 Kilo problemlos erreichen können. Das probiere ich aus, die kriegen noch ein bisschen Wachstumszeit. Der Superschmelz steht hier so ein bisschen im Schatten der Zucchini und der hat auch schon ordentlichen Schneckenfraß. Aber ich warte ab, was passiert. Der hat jetzt schon ordentliche... Das ist größer, als was in meine Hand passt. Ja, den lassen wir mal wachsen. Hier sind verschiedene Sorten drin. Hier ist auch noch die Deli, Witte und ein Lilana. Die werden ein bisschen überschattet von der Zucchini. Ist ein Test, aber Kohlrabi habe ich an verschiedenen Ecken stehen. Und wir schauen, wo das wie gut gelingen mög. Ich werde heute vermutlich mal noch ein paar von den schönen Zuckererbsen hier poolen. Und dann auch Platz machen für die Wassermelonen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und beim nächsten Mal schauen wir mal, was unter diesem Gemüseschutznetz hier eigentlich alles wächst, was nicht wächst. Die Zwiebeln sind schon geerntet, die Schnecke ist zum Glück außen und nicht innen. Juhu! Aber hier vorne verstecken sich noch ein paar Überraschungspakete. Bis dahin, genießt die Zeit im Grünen. Tschüss!